Hui! Oho! Da bin ich schon! Ha. Und heute wieder ein tolles Stück mit dem Kasperle, der wohl ich bin. Ich sehe, ihr seid auch da. Da kann es ja gleich losgehen. Ja, und zwar der Polizist, der hat gesagt, er kommt gleich. Der müsste in einer Minute da sein. Was machen wir so lange? Ich weiß es, wir machen den Vorhang auf. Mit einem großen Hau-Ruck. Hau-Ruck! Hau-Ruck! Hau-Rucki-Zuck! So, natürlich die andere Seite. Hau, ruck, hau, ruck, hau, ruckizuck. So, und schon sind wir hier im Wald. Oh, aber keine Angst, wie ich gehört habe, ist die Hexe heute nicht da. Ja, sie läuft manchmal durch den Wald und sammelt Kräuter für ihr Zauberhexengebräu. Aber zum Glück ist sie heute nicht da. So kann ich mich in Ruhe hier hinsetzen und auf den Polizisten warten. Ja, wo ist er denn bloß? Polizei! Polizei! Kartoffelbrei! Osterei! Was heißt hier Osterei? Da bin ich doch schon, Kasperle. Pünktlich wie ein D-Zug. Ja, das stimmt. Ja. Hallo, liebe Leute. Ihr seht es schon an meiner Uniform. Ich bin der Polizist. Kasperle, schön, dass du da bist. Ich wollte dir was Wichtiges sagen. Ja, was denn? Ja. Es ist mal wieder was passiert. Ist die Hexe wieder frei? Nein, die nicht. Ist der Räuber da? Nein, der Räuber ist auch nicht da. Das Krokomobil? Meinst du wohl Krokodil? Ja, das meine ich. Ist das wieder frei? Nein, das ist nicht frei. Aber der Zoodirektor, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, der hat mir gesagt, dass etwas im Zoo passiert ist. Wo ist es was passiert? Wo? Im Zoo. Ach, auf dem Klo. Nein, nicht auf dem Klo. Im Zoo, Kasperl, im Zoo. Ach so, ach so. Ja. Ihr wisst ja, im Zoo, da gibt es ganz viele Tiere. Ganz viele Klaviere. Da gibt es Eisbären und Waffeleis und Nashörner und Staubsauger und Waschmaschinen. Ich meine Waschbären. Oh, Entschuldigung. Kasperle. Der Zoodirektor hat mir gesagt, aus dem Zoo entlaufen sind die Affen. Eieiei, die Affen? Ja, die Affen, Kasperle. Und die Affen müssen wieder eingefangen werden. Ja, wie viele Affen sind denn entlaufen? Ja, er hat mir gesagt, es waren 7 Stück. 7 kleine Affen. Wo könnten die denn sein? Ja, so ein Affe, der ist ganz schön schnell und kann sich verstecken. Wir müssen überall suchen. Das stimmt. Freunde, wir werden heute die Affen suchen. Ho, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Aber Vorsicht ist geboten. Die Affen klauen auch, ja? Die klauen? Ja, die klauen. Also ich werde mal da drüben schauen. Vielleicht finde ich da einen Affe. Ho, habt ihr es gehört? Die Affen sind los. Ho, das wird aber heute eine Sache. Hui, ich habe eine tolle Idee. Der Polizist ist ja am Suchen da drüben. Ich werde nicht suchen. Ich werde einfach hier warten. Vielleicht kommt ja ein Affe vorbeigelaufen. Oder schwingt sich da oben rum. Oh, ich werde langsam müde. Hoffentlich schlafe ich nicht ein. Du bist eingeschlafen. Nicht einschlafen. Was war los? Bin ich gerade eingeschlafen? Ja. Echt? Oh, hoffentlich passiert mir das nicht noch einmal. Du bist eingeschlafen. Schon wieder eingeschlafen. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Na, so müde darf ich doch nicht werden. Passt mal auf, ich mache ein bisschen Bewegung. 1, 2 und hoppala. Nochmal. 1, 2 und hops. Und 1, 2 und hops. So, das wäre geschafft. Ui, was ist denn da los? Das klingt wie ein Suppenhuhn. Oder eine Feuerwehrsirene. Oder ein Affe. Meint ihr, dahinter ist ein Affe? Soll ich mal gucken? Ich werde mal nachschauen, ne? Ob da ein Affe ist. Also hier ist nichts zu sehen. Kuckuck. Aber ich kann keinen Affe sehen. Leider. Dann werden wir mal den Vorhang wieder aufmachen. Affe! Was war los? Habt ihr ihn gesehen dahinter? Ja, ja.
Was ist denn da los? Wo ist er denn? Wo hinter mir? Was? Ich kann doch gar nichts sehen. Oh, ich habe ihn gesehen, den Affen. Oh, 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 da ist er. Oh, jetzt klettert er da hoch. Oh, komm da runter. Den muss ich einfangen, oder? Oh, der Affe, wo ist er? Ui, auf meinen Kopf. Den krieg ich. Hops. Ui. Den krieg ich. Oh, wo ist er denn? Ich hab den ersten Affen. So, der kommt wieder im Zoo. Hops. So, rein mit dir. So, jetzt der zweite. Oh, da ist er. Hoppala. Hoi, hopp. Den habe ich auch. Das war Nummer zwei. Oh, das geht ja ratzfatz jetzt. Aber wo ist der nächste? Oh, der zieht meine Zipfelmütze. Schaut mal da. Oh, ja, hoppsala. Hopp. Ich hab ihn, Freunde. Nummer drei ab im Zoo. Das geht ja ratzfatz. Ich mach den Vorhang auf, dann habe ich eine bessere Übersicht. Der vierte, wo ist er? Wo meint ihr? Hinter mir. Ah, da ist er. Hoppala, den hab ich. Nummer vier ab im Zoo. So, Freunde. Das ging ja schnell, oder? Haha, das haben wir gut gemacht, oder? Oh, der nächste. Hoppa. Oh, den habe ich nicht gekriegt. Komm da runter. Nummer 5. So. Und wo ist Nummer 6? Wo ist der Affe Nummer 6? Wo ist er? Hinter mir. Ich weiß, der ist schnell und gemein. Und sieht aus wie ein Stachelschwein. Oh, den habe ich leider nicht gekriegt. Oh, der zieht auch wieder meine Zipfelmütze. Hopp, herkommen. Den habe ich. So, der kommt auch im Zoo. Wie viele haben wir jetzt? Sechs. Dann kommt jetzt der letzte, der siebte. Und ich glaube, das ist der Chef. Ja, das ist der Chef der Affen. Der Boss, der Big Boss. Der bin ich. Oh. Und der kann sprechen. Ja. Wo sind meine Kollegen? Ja, die habe ich wieder im Zoo gesteckt, wo sie hingehören. Wir sind am Demonstrieren. Wir wollen mehr Bananen. Ihr wollt mehr Bananen? Ja. Oh. Soll ich mit dem Zoodirektor sprechen? Das wäre ein feiner Zug. Oh. Passt mal auf, wenn es doch nur um Bananen geht, die können wir doch besorgen. Echt? Ja, das können wir. Pass auf, du kommst mit. Du kommst freiwillig mit, wir gehen zum Zoodirektor und reden über Bananen. Na, das wäre eine feine Sache. Oh, danke schön. Tschüss, Kinder. Tschüss. Oh. Meine Güte. Oh. Eine schlimme Nachricht nach die andere. Oh. Das gibt es doch nicht. Kasperle, wo steckst du denn wieder? Kasperle. Hoi. Kasperle. Ich suche dich doch die ganze Zeit. Oh. Was ist... Waren die Affen da? Ja, wir haben die im Zoo gebracht. Was habt ihr? Im Zoo gebracht, die Affen? War das schwer oder war das leicht? Leicht. Leicht. Das ist eine gute Nachricht. Wahr sein. Ist aber wahr. Und die Affen habt ihr auch eingefangen. Du und die Kinder. Kinder, toll gemacht. Das finde ich auch. Ihr wart ein tolles Publikum. Hat euch der Kasperle Spaß gemacht? Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Wirklich viel. Ihr wart ein tolles Publikum. Wir sind schon am Ende. Drum klatscht das letzte Mal in die Hände. Oho. Na, das war ein Publikum, Kasperle. Das finde ich auch. Komm, wir machen den Vorhang. Tschüss. Tschüss.